Herzlich willkommen heute Abend zur letzten Ausgabe der zweiten Staffel von Read and Talk. Heute ist Birk Grühling bei uns zu Gast, und mein Name ist Laura Fröhlich. Ich bin auch Autorin im Köse Verlag, aber heute geht es um Birks neues Buch Eltern als Team. Und die Veranstaltungsreihe wird Ihnen präsentiert von Ihrer örtlichen Buchhandlung. Und die Veranstaltung ist heute kostenlos. Wir freuen uns natürlich aber, wenn Sie einen kleinen Beitrag spenden, der dann auch dem Autor zugutekommt. Sie bekommen immer mal wieder einen Link eingeblendet und können dann am Ende gerne einen kleinen oder größeren Betrag über PayPal bezahlen. Außerdem rufe ich Sie gerne dazu auf, heute sich zu beteiligen. Sie können also Kommentare reinschreiben und uns Fragen stellen. Zum einen sehen Sie unter dem Video einen Namen und eine Möglichkeit, die Frage einzugeben. Sie können auch anonym Fragen stellen und Sie können auch Fragen stellen, wenn Sie über YouTube und Facebook zuschalten. Und die Redaktion filtert dann die Fragen und gibt sie an Birk und mich hier weiter. So, ich glaube, jetzt habe ich aber erstmal alles gesagt und jetzt heiße ich Birk Grühling willkommen, freier Journalist und Buchautor. Und zunächst erstmal herzlichen Glückwunsch, Birk, zum neuen Buch. Und ich frage dich einfach mal, wie fühlt es sich denn an? Ein bisschen verrückt. Also das Buch ist ja quasi schon ein bisschen abgegeben, schon länger. Und es ist als Journalist ein ganz komisches Gefühl, sozusagen zu einem Text zurückzukehren und jetzt über den so viel zu sprechen. Normalerweise gebe ich meine Texte ab und dann sind sie sozusagen, verschwinden sie aus meinem Gedächtnis und ich arbeite dann an dem nächsten. Und das ist wirklich, ja, ein sehr, sehr spannendes Gefühl, sehr verrückt. Und genau, ich freue mich. Es ist wahrscheinlich deshalb besonders außergewöhnlich, weil du in einer besonderen Zeit das Buch geschrieben hast und es in einer besonderen Zeit veröffentlicht. Es ist ja nicht so ganz einfach während Corona. Wie ging es denn dir und deiner Familie während der Corona-Zeit zu Hause, ein Buch schreibend und auch noch die Familie organisierend? Erzähl doch mal, Birk. Ja, also uns ging es relativ gut, weil wir, also ich habe einen Sohn, der ist jetzt 4. Das war am Anfang natürlich, also im März 2020, erstmal eine Riesenumstellung für alle. Wir haben irgendwie ein paar Wochen gebraucht, bis wir uns dann so eingegroovt haben. Aber im Prinzip haben wir beide sehr flexible Jobs. Wir arbeiten beide im Homeoffice, beide in der Verlagsbranche. Meine Frau hat den Vormittag quasi lang Telefonkonferenzen die meiste Zeit gehabt und hat auch in der Zeit gearbeitet. In der Zeit habe ich Kinderbetreuung gemacht und mir höchstens Gedanken um mein Buch gemacht. Und habe dann am Nachmittag haben wir dann einen fliegenden Wechsel gemacht und dann ist dieses Buch vor allen Dingen in den Abendstunden, in den Nachtstunden entstanden. Genau, das war so ein bisschen die Besonderheit. Normalerweise arbeite ich auch im geregelten Vormittagsbereich, aber genau. Es ist jetzt nicht so, dass wir unser Familienleben groß umgestellt haben wegen dem Buch, sondern eher wegen der Pandemie. Aber genau. Eigentlich sind wir Eigentlich ganz gut durchgekommen. und eigentlich würden wir jetzt zusammen auf einer Bühne sitzen und miteinander diskutieren und ein Publikum auch sehen. So findet alles digital statt, aber immerhin findet es digital statt. Deshalb ist es ja gut. Und Birk, du hast jetzt schon so ein bisschen erzählt, wie es bei euch zu Hause ablief. Und dein Buch heißt Eltern als Team: Ideen eines Vaters für gelebte Vereinbarkeit. Und für mich klang das jetzt schon so, als lebt ihr schon Vereinbarkeit. Und jetzt möchte ich mal gern von dir wissen, war das bei euch schon immer so? Also schon bevor euer Kind auf die Welt kam, wart ihr euch darüber im Klaren, wie es danach wird, oder habt ihr da auch so einen gewissen Prozess hinter euch, über den du möglicherweise auch schreibst? Also, wir haben vor dem Elternwerden gleichberechtigt gelebt, haben auch immer so ungefähr das Gleiche verdient, haben gleich viel gearbeitet. Also, das war ähnlich auf einem ähnlichen Niveau. Wir sind aber tatsächlich in Anführungszeichen blauäugig in die Rollenverteilung gegangen. Also meine Frau war die meiste Zeit in Elternzeit. Ich war 3 Monate und aber nie alleine, sondern auch immer mit ihr zusammen. Genau. Und es war aber nie so, dass wir gesagt haben, okay, wir versuchen das jetzt irgendwie gleichberechtigt. Also ich habe gemerkt, so im Kreißsaal, okay, ich kann jetzt nicht in den Agenturjob zurück, den ich damals hatte, oder nicht so zurück. Das heißt quasi, ich glaube so, da war mein Sohn so ungefähr 4 Monate alt, da
habe ich in der Agentur gesagt, okay, ich arbeite nur noch 20 Stunden bei euch und den Rest sozusagen flexibler frei. Das heißt, ich habe da schon in Teilzeit gearbeitet. Meine Frau hat aber deutlich weniger gearbeitet als ich. Und also wir haben eigentlich eher ein klassisches Modell gelebt. Ich war zwar deutlich präsenter als vielleicht der klassische Vater, aber es war jetzt nicht so, dass wir irgendwie diese Gleichberechtigung schon hatten. Und das war eher ein Prozess. Also irgendwann hat meine Frau ein ganz tolles Jobangebot gekriegt. Ich war unglücklich mit meiner Anstellung als Redakteur bei einem großen Verlag und habe dann gesagt, okay, dann reduziere ich meine Stunden, arbeite flexibler frei und meine Frau geht wieder Vollzeit in einen anderen Bereich ihrer Arbeit. Und genau, und dann wurde es erst sozusagen gleichberechtigt. Aber so vorher haben wir da ja nie so intensiv drüber nachgedacht, wie ich sozusagen in dem Buch geschrieben habe. Also im Buch war es immer so, dass ich vieles, was ich im Buch so hatte, gehört habe von Experten auch, dass ich gedacht habe, wow, hätte ich das mal vor dem Kinderkriegen gewusst, dann hätte ich das anders gemacht. Das bedeutet, dieses Buch ist ganz besonders, ist für alle Eltern super, aber ganz besonders auch für die, sagen wir mal, vielleicht noch entweder erst ein Kind bekommen oder ein Kind, das noch ganz klein ist. Und ich glaube, gerade was du gesagt hast, ist es so wichtig, sich im Vorhinein schon viele Gedanken zu machen, denn man gerät, wie du sagst, und ich weiß es auch selber, sehr leicht in diese Rollen. Das bedeutet, mit dem Buch finden Eltern auch einfach eine Möglichkeit, sich schon so früh wie möglich Gedanken zu machen, wie leben wir Vereinbarkeit, wie gewährleisten wir auch, dass nicht einer von uns beiden in so eine Überlastung bekommt, Stichwort Mental Load, oder unzufrieden wird. Und das heißt, es ist im Prinzip auch ein Ratgeber, wie man eben nicht in diese Falle gerät, in die man ja sehr schnell gerät, wie wir beide wissen, oder Birk? Genau, es ist vor allen Dingen ein Aufruf dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich glaube, den großen Fehler, den wir Eltern häufig gemacht haben, war einfach, dass wir zwar uns über das Modell des Kinderwagens Gedanken gemacht haben, aber eigentlich nie darüber groß nachgedacht haben, wie wir eigentlich zusammen diese Elternrollen leben wollen. Und für mich auch ein ganz eindrücklicher Moment war in dieser WhatsApp-Gruppe aus dem Babykurs meiner Frau, wurde ganz oft darüber diskutiert, dass diese Väter gar nicht so engagiert waren, wie sie eigentlich die Frauen das gerne hätten, weil das Bild des modernen Vaters mit dem Baby im Tragetuch und so hatte suggeriert, okay, dass wenn Männer Väter werden, die sind dann sofort 100% da. Und bei manchen war es dann einfach so, dass der Mann eher noch mehr gearbeitet hat oder dann doch keine Lust hatte, mit dem Kinderwagen rumzuschieben. Und da war ganz viel Frust. Und man merkt einfach, dass die auch vorher nie miteinander darüber gesprochen haben. Genau. Und ich glaube, das ist so ein bisschen eigentlich das, was ich in dem Ratgeber vermitteln möchte, ist einfach dieses bewusste Entscheiden für Rollen. Und wenn am Ende dann doch rauskommt, dass ich 60 Stunden arbeiten gehe als Vater oder die Mutter in 60 Stunden arbeiten geht und einer von den beiden als Hausfrau, Hausmann die nächsten 3 Jahre zu Hause bleibt, geschenkt, kann man machen. Aber es geht halt einfach um die bewusste Entscheidung und die bewusste Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten, die wir haben in Sachen Vereinbarkeit. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Das heißt, man gerät sehr leicht in diese Rolle. Die Mutter meint, sie müsse sich kümmern um Kind und Haushalt. Der Vater meint, er muss sich kümmern um das Geld zum Beispiel. Dann ist man schnell in diesen Rollen drin. Und das macht man manchmal viel unbewusster und ist dann hinterher möglicherweise unzufrieden. Und das heißt, genau, dein Rat ist einfach, sich damit auseinanderzusetzen. Und du hast da auch ganz viele Tipps, wie ich nämlich schon lesen konnte. Und was ich ganz spannend finde, ich habe selber ein Buch in die Richtung geschrieben, Vereinbarkeit. Ich spreche da auch mit vielen Eltern und vor allem Frauen drüber und merke immer, die wünschen sich, dass sich mehr Männer mit dem Thema beschäftigen. Endlich schreibt ein Mann ein Buch. Und jetzt, Birk, frage ich dich mal, warum ist es manchmal für Männer oder Väter sehr schwierig,
sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Trauen die sich nicht oder finden die, es ist nicht männlich genug, über Vereinbarkeit und Haushalt und Kinderbetreuung zu sprechen? Also warum bist du da so ein bisschen ein Vorreiter? Ich hoffe, es folgen noch viele Bücher, aber... Ich weiß nicht, ob ich da Vorreiter... Also ich sehe mich da gar nicht so als Vorreiter. Also das ist halt mein Modell, Lebensmodell. Das ist auch wenig repräsentativ, da ich einen Job habe, der sehr flexibel ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass sich wenig Väter damit auseinandersetzen, weil es nie ein Problem war. Also für Sie? Also sie hatten nie das Problem. Also für Väter war ganz lange Vereinbarkeit einfach kein Problem. Die Last dieses Ganzen haben die Frauen getragen. Also in diesem Buch zitiere ich auch die Gründerin der Kartenmacherei, die auch gesagt hat, also die eine Hälfte der Arbeitnehmer hatte nie ein Problem mit Vereinbarkeit, weil die andere Hälfte ihnen den Rücken freigehalten hat. Ich glaube, dass tatsächlich Väter stoßen erst an Probleme mit Vereinbarkeit, wenn sie in ähnliche Situationen kommen wie die Mütter vor ihnen. Das heißt, wenn ich sage als Vater, oh, ich habe einfach keinen Bock auf diesen 60-Stunden-Tag in einem traditionellen Unternehmen und ich bin tatsächlich in einem traditionellen, wo ich der erste Vater bin, der sagt, oh, ich würde gerne mich beruflich verwirklichen, habe aber dafür nur 30 Stunden Zeitkapazität. So, ich glaube, dann stoße ich an Grenzen, dann stoße ich an Skepsis und dann kommen die Sprüche, ah, jetzt geht der Vater aber auch schon um 15 Uhr, jetzt hast du Freizeit oder so. Das heißt quasi, ich glaube, wir kommen vor allen Dingen dann in Vereinbarkeitsprobleme, wenn wir in ähnliche Situationen kommen wie die Frauen vor uns. Und ich glaube dann auch, dass das die große Chance ist, da, wenn wir jetzt spüren als Männer, oh, das ist ja richtig doof, da stößt man an eine gläserne Decke und jetzt sind plötzlich beide Geschlechter stehen vor den gleichen Fragen. Also ich meine, man muss mal einer Mutter erzählen, dass man, wenn man in Teilzeit geht oder lange in Elternzeit, dass man dadurch vielleicht Karriereeinbußen hätte. Die Muttis, mal unter uns gesagt, haben dieses Problem schon seit 30, 40 Jahren. Jetzt kommen wir Väter und sagen, oh, das ist ein großes Problem. Uiuiui. Also wenn wir das zusammen mal erleben, ist natürlich die Chance zum Wandel größer. So. Mhm. Ich bin aber auch jetzt zum Beispiel, das kann ich also aus meinem persönlichen Freundeskreis sagen, die engen Freunde und nicht irgendwelche Blogger-Kollegen, bei denen das alles hip und cool ist, dieses Kurzzeitarbeiten oder dieses Teilzeit, sondern bei den echten Freunden, die man schon ganz lange kennt, bei denen bin ich, also ich werde nicht als Exot angesehen, aber okay, das ist einfach, die nehmen das hin so, aber es ist nicht so, dass ich jetzt da so ein Vorreiter bin und plötzlich alle Väter mir hinterherlaufen und sagen, oh Birk, sag mir unbedingt, wie das funktioniert, sondern das ist jetzt akzeptiert, auch bei uns in der Kita so. Ich bin halt der einzige Papa unter den Muttis, der nachmittags regelmäßig abholt so. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich da eine Welle losgetreten hätte oder so. Birk, das hat mir so, ich sehe jetzt immer im Hintergrund deine Uhr, deshalb weiß ich, die Stunde ist schon vorbei. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Genau, jetzt möchte ich noch einmal kurz auf einen Kommentar eingehen. Es gibt noch eine Einblendung von einem PayPal-Account von Read and Talk. Da kann man einen freiwilligen Beitrag entrichten, der dann auch dem Autor zugute kommt. Ich möchte auch noch mal die Möglichkeit nutzen und mich bedanken vor allem bei den Buchhändlern und den ganzen Kunden und Endkunden, den Teilnehmern von dieser Reihe, die jetzt mittlerweile zu so einem erfolgreichen, tollen Projekt geworden ist. Also dieses Read and Talk kommt sehr gut an und ganz viele Menschen haben sich beteiligt. Wie gesagt, nochmal auch Dank an die Buchhändler. Und wir hoffen, dass diese Reihe fortgesetzt wird. Jetzt wird wahrscheinlich auch nochmal der PayPal-Link eingeblendet. Und ich möchte noch zum Abschluss sagen, Birk, es ist so wichtig, dass sich Männer mit dem Thema beschäftigen. Ich hoffe sehr, dass dieses Buch von ganz vielen Eltern gekauft wird, dass ganz viele Männer die Ratgeber lesen. Denn ich weiß von meinem Ratgeber, der wird meist von Frauen gekauft. Jetzt
hat der Birk ein Buch geschrieben. Und ich hoffe sehr, dass es ganz viele Eltern und eben vor allem auch Männer lesen, um einfach zu sehen, auch wie wichtig es ist, um das Ganze aktiv anzugehen, wie du das so schön beschrieben hast. Und ich glaube, wir haben noch viel zu tun, aber ich finde, das waren auch ein sehr, sehr viele hoffnungsvolle Inhalte, die du darüber gebracht hast, Birk. Und ich würde mich riesig freuen, wenn wir das irgendwann mal wieder auf einer Bühne, und zwar live, besprechen. Und damit würde ich aber sagen, beende ich die Veranstaltung. Birk, überlass dir noch das letzte Wort und wünsche dir vor allem jetzt für die nächsten Wochen ganz viel Erfolg für dein Buch und ganz großen Umsatz und Absatz. Ja, vielen Dank dafür. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Laura, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, haben auch schon öfter miteinander gesprochen. Ich glaube, wir sind da sehr auf einer sehr ähnlichen Wellenlänge und können beide einfach sagen, das ist ein guter Weg, den wir gehen. Ich glaube auch. Vielen Dank an alle Teilnehmenden, an die Buchhändler und überhaupt, und einen schönen Abend alle zusammen. Ja, tschüss. Bis bald. Tschüss.